Aber ich hol mir. Beste ist, du wäschst sie dann erst und dann sagst du mir Bescheid. Vorher bestelle ich mir keinen. Ich hole mir auf jeden Fall einen Sticker. Für meinen Hut. Da kommt auch Bikini drauf. Ja, bitte? Ich sehe Gerste. Ich sehe Gerste, ja. Sehe ich keine Gerste? Mach mich nicht fertig. Keine Ahnung. Wollte nicht nachschauen. Doch, doch. Gerste. Ja, ich glaube, dafür haben wir noch keinen Link fertig gemacht. Du kannst aber auf jeden Fall, wenn du auf unseren Twitch, auf die Twitch-Seite drauf gehst, gibt es unten Haufen Links. Und da ist der Shop mit drin. Elbster heißt der. Da kannst du das auf jeden Fall dir alles angucken, was es da gibt. Nö, also wenn du Mod und einmal kurz im TS warst, dass ich mir deine Stimme anhören kann. Nein, das hört sich falsch an. Dass er mal einen Soundcheck machen kann, dann kann man sofort mitspielen, ja. Also, BBR, auf welchem Feld muss man ansehen? Feld 54. 54. So, irgendwelche Bewerbungen oder so ein Quatsch, das brauchst du nicht machen, ne? Lebenslauf, Bewerbung, Motivation schreiben. Ja, ne, ist absolut nicht notwendig. Bei anderen vielleicht, aber bei uns nicht. Hat jemand eine Uhrzeit für mich? 21:39. Wie viel? 19:59. Ja, 20 Uhr. 20 Uhr? Okay. Oh, der ist der Baum des Todes. Aber ich glaube, du brauchst nicht mehr. Mit der Sämaschine hier hinkommen brauchst du nicht mehr. Wichtig ist, nicht? Das Feld müsste gedüngt werden. Ich weiß nicht, ob da einer mit dem Düngerstreu unterwegs ist. Welches Feld? Ist schon. 54. Nein. Ist fertig? Nein. Natürlich. Auf keinen Fall. Hier. Aber sicher. Steigst du hier ein, kommst du zu mir und guck dir das an. Hier. Gedüngt, nicht gedüngt. Gedüngt, nicht gedüngt. Sieht man auf den ersten Blick. Gedüngt. Hier, gedüngt. Da ist nicht gedüngt. Gedüngt. Ist alles gedüngt. Ach, du aber nicht. Ich war doch gerade da mit dem IHC. Ist alles gedüngt. Weiß ich nicht. Weiß nicht, was du siehst, aber alles gedüngt. Na ja, gut. Ja. Das ist halt so eine Sache mit der Facecam, ne? Er hat es ja auch mehrmals angekündigt, dass er das machen wollte, aber wenn er das von sich selbst aus nicht startet, da hinterherlaufen, werde ich auch nicht. Ich habe die auch die Gold-Version, ja. Das ist auch eine. Ich finde die Map eigentlich gar nicht so schlecht, die neue Map, die dabei gekommen ist. Also ich finde die richtig schön, aber ist leider für einen öffentlichen Server überhaupt nicht geeignet. Da gibt es viel zu viele Möglichkeiten, Quatsch zu machen. Viel zu viele Möglichkeiten. So, rum da. Nüpp, nüpp, nüpp. Ja, ja, ja. Genau. Nee, du brauchst keine, also kein DLC. Kein kostenpflichtiges DLC, um hier mitzuspielen. Reicht schon, dass du dir die Mobs bei Uploaded hauptsächlich runterladen müsst. Also noch eine weitere Hürde wollten wir da nicht mit reinnehmen. Sind überall noch Striche, hallo. Was für Striche? Du sie nicht gesehen hast. Nee, das gibt's hier nicht. Ja, habe ich. Ja, guck hier, guckst du. Hier guckst du. Nee, ich sehe dich gar nicht. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Sieht deiner den Hago? Ich sehe den Hago nicht. Karma.
Argo, du hast meinen Drescher verflucht. Lass das. Mein Traktor, Entschuldigung. Bist du betrunken? Nee, du hast ihn verflucht. Bestimmt so eine Leo-Puppe. Da hast du gerade eine Nadel reingesteckt. Ja. Big Nadel. Ja. Zack. Oh. Entschuldigung, Argo, das tut mir fast nicht leid. Du siehst mich nicht. Das war Morgana Vater. Ja, Vater. So, Marco, streu mal da Dünger, wo es schon Dünger ist. Los. Nee, ist alles gut. Kann mir mal einer sagen, warum der Fendt nur 23 km/h läuft? Hago hebt ab. Ja, Hago geht jetzt an die Decke. Wenn ich das erste Mal. Ja. Hat es gerade mit dem Fendt gefragt? Das war's, oder? Ja. Nur so kleinere Stellchen noch, aber. Jan, lass mich rein. Ich glaube, ich weiß warum. Und das ist komisch, und wenn ich auf Tempomat gehe, dann fährt er schnell. Naja, warte. Feierabend, wie das duftet. Jetzt probier mal. Ja, jetzt geht's. Was hast du jetzt gemacht? Man kann bei Drive Control die Motorleistung reduzieren. Ah, okay. Die war auf 99%. Der. Oh, wir haben einige. Ne, Gunnisch habe ich schon gesagt, ne? Füchsel 13 Vollboost. Gecha haben wir nicht, oder? No, kein Gecha. Geldverschwendung. Was muss man da drücken, Nikolas? Dass man das so stellen kann? Ich glaube, ja genau, Shift und Pfeiltasten. Und Pfeiltasten. Und ist rechts unten diese Anzeige mit den Prozent. Ah, okay, ja. Ja, es ist. Das. Aufrund ist dieses Speedlimiter und rechts, links ist Sperrdifferenzial. Ah, okay. Prozent, das gesperrt sein soll. Ja. Da kommen sie alle nach Hause. Der Svenze folgt uns, danke, und Torum TV folgt uns auch dir sei gedankt. Ah, sehr cool. So, rückwärts. Schön langsam. Immer schön langsam. Ich fahr so gerne rückwärts. Das macht so viel Spaß. Lalalala. Welches Fahrzeug war Abfahrer? Gibt's keinen. Ja, ich hab's vorhin mit dem Case gemacht. Ja, gut, dann hing ich den da wieder vor. Der MB-Truck ist von, ich glaube, von Bitmods, aber keine Ahnung genau. Willkommen zurück. Ja, ist so. Willkommen zurück. So, okay. Das heißt, ist es alles angesehen, gedüngt? Wir können die Zeit vorspulen, oder? Ja. Dann tun wir das doch mal. Aber vielleicht sollten wir den hier erstmal wegfahren. So, geht. Genau, Zeit verspulen. Mal kurz speichern vorher. Und dann los geht's. Ruckel. Nee, noch nicht. Ruckel. Machen wir noch einen Tag vor? Ja. So, jetzt sollte es reif sein. Super. Alles klar. Dann geht los. Welches machen wir als erstes, Leo? Wow. Der Drescher hier ist fast leer. Wo gibt's hier Saft? Für den Drescher? Hier. Hier ist eine sehr gute Aussage. Das ist sehr hilfreich. Da, wo die Saatmaschinen stehen, in der Halle.
So wie ich. ja, Markus, ich mach dich weg, eh. Ich glaube, da komme ich nicht durch, ne? Marco, du, Leo, du hast Schnellwert nach unten. Nee, ich glaube, da kommen wir nicht durch. Pardone, ja, geht sich sonst hier nicht aus. Nee, kommen wir nie im Leben da durch. Macht Jan, ich glaube, wir müssen hier weg. Das geht nicht. Okay. Diese Leute, die hier früher oder Drive Control ausmachen, ne? Genau diese hier, die hier mich rammen. Verbrecher alles. Warum schaffst du es? So, aber ich glaube, von hier kommen wir dahin, oder? Irgendwie müssen wir doch da rankommen. Ansonsten, ach, ich habe eine Idee. Hier den Nordausgang kannst du nehmen. Ich blockiere mal kurz. Hier an der Seite vorbeifahrt. Ja, oder du magst so wie Hago. Oh, Leute. Läuft nicht. So, wo ist jetzt unsere Tankstelle? Da, wo die Saatmaschinen drin stehen. Da, wo Hago da sind. Komm ich da so rein? Da, wo ich an tanken bin. Ne, ach, da hinten, okay. Ja, sag ich ja, da, wo ich an tanken bin. Mach dich weg, DE! Hat er sein Schneidwerk abgehakt, oder? Ist klug. Das halte ich. Naja, okay. Doch, kannst du ruhig so sagen. Ja, ne? Sehe ich auch so. Auf zu Puppen hier. No. Halte ich auch für ein Gerücht. Na, komm da rein. Trink, mein kleiner, trink. Moin. Der Niklas Ritsch folgt uns. Dankeschön, sehr gut. Moritz, hab ich Moritz übersehen? Entschuldigung, es tut mir leid. Ey, der ist ja noch nicht fertig mit Tanken. Ey, was ist hier los? Wollt ihr warten? Oder nein, ihr wollt nicht warten, okay. Nö, anscheinend nicht. Aber dann Schweine. Wenn jemand noch nichts zu tun hat, ein Schlepper wäre noch frei und ich hätte einen Anhänger über. Ja, geht in mir. Ja, aber ihr braucht doch nicht mit drei Leuten abfahren. Wer? Ja. Ja, macht wie ihr möchtet. Ich hab da auch schon. Oder Markus soll es alleine machen. Nö, ist okay. Ganz wie ihr wollt. Scheiße. Komm ich da von dir vorbei, Markus? Ja, solltest du schaffen. Okay, cool. Habt ihr schon die GPS-Kurs hier oder fahrt ihr per Hand gerade? Per Hand. Das ist der 1600er MB-Truck. Wie gesagt, ich glaube von Forbidden Mods, aber sicher bin ich mir nicht. Wäre es nicht klug, wenn wir hier mit GPS fahren würden? Aber sicher das. Mach mal einen GPS-Kurs. So nicht, Freunde. Wir müssen mal Inspector-Mod gegen den Lens-Mod austauschen. Dass der Inspector-Mod immer da unten ist, ne? Das geht mir so auf den Zeiger. Zeig mal aus, drücke Fans und nochmal Fans, dann geht's wieder rauf. F1 ist zum Hilfe ausblenden. Ja, und dann rutscht der Inspector wieder raus. Wenn du aussteigst, dann ist das Hilfefenster kleiner. Aha. Dann rutscht er wieder rauf. Okay. Also der GPS-Kurs liegt auf der 1. Weil wir keinen Strom brauchen zurzeit. Von daher brauchen wir da die Stromablage nicht. Da braucht man keinen Strom, braucht man nicht. Weil verkaufen auf schwer.